Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind in einer kleinen Serie, die da heißt Entspannt in die Prüfung. Und ich möchte jetzt etwas mal sagen zu den ganzen Gerüchten und Horrorgeschichten, die um Prüfungen, besonders um mündliche Prüfungen, kreisen und erzählt werden. Und die Frage ist, wer erzählt diese Horrorgeschichten? Und die Antwort ist, diese Horrorgeschichten werden von denen erzählt, die durchgefallen sind. Warum? Die bestanden haben, die sind gar nicht mehr da. Die bestanden haben, sind längst unterwegs zu ihrem nächsten Ziel, haben die Universität verlassen, haben das Lehrinstitut verlassen. Die sind ganz woanders. Die, die solche Geschichten erzählen, sind die, die noch da sind. Und warum sind sie noch da? Es sind die Durchfaller. Und bei Durchfallern ist es nicht immer, aber oft so, sie wollen nicht selber schuld sein. Also war es die Prüfung. Und dann werden Horrorszenarien kreiert, dass da also Prüflinge sozusagen genüsslich langsam zu Tode gefoltert werden, wie Sie das in diesem Bild hier umgesetzt sehen. Und ich kann selber sagen, der ich selber viele, 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 viele Prüfungen abgenommen habe, der ich selber geprüft wurde in vielen Prüfungen, der ich selber hospitiert habe in vielen Prüfungen, das ist alles völlig übertrieben. Die meisten Prüfer sind sehr fair, die meisten Prüfer helfen ihnen, dass sie zunächst mal warm werden und dass sie ihre Angst überwinden. Sie finden dort sehr viel Unterstützung. Und deswegen am besten, Sie hören gar nicht hin. Das war's. Wir sehen uns vielleicht in meinem Shop, spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie alle möglichen Hilfen, die Ihnen den Weg zu Ihrem Prüfungsziel erleichtern können, erheblich erleichtern können. Schauen Sie mal rein. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.